Wenn ihr wissen wollt, wie es heute weitergeht, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Wir sind heute wieder beim Grubenhaus und haben uns heute Hilfe geholt. Nämlich wen? Den guten Fritz! Der hatte richtig Bock, mir uns beim Grubenhaus zu helfen und genau damit starten wir. Genau, ich bin nämlich zuvor bei meinem Grubenhaus gerade, beziehungsweise muss warten wegen Lehmarbeiten, weil es so kalt ist. Und deswegen dachte ich, ey, ich habe aber Bock drauf, deswegen greife ich bei den Jungs mit an. Richtig. Teamwork. So, wir machen den Aal heute fertig. Den Aal. Den Aal. Dann löppt der Lachs. Was steht jetzt als erstes an? Das haben wir letztes Mal nicht geschafft. Wir haben 12 Stämme vorbereitet, die jetzt hier als Wände hingehauen werden müssen und da greifen wir jetzt direkt an, damit wir jetzt hier schon mal alle Wände auf ein Level bringen. Nicht lang schlacken, auf geht it. Let's go! Gut, Anni, direkt den dicksten, wa? Na klar. Ja, wir lassen den jetzt, wenn wir den so fallen lassen, ist halt... Wow! Oh mein Gott, Happy. Du hast gerade alles freigeschippt, ne? Ja, ja, es ist ja jetzt auch schön, dass da jetzt wieder Sand liegt. Den brauchen wir ja da gleich auch wieder. Ja, eben genauso liegen bleiben. Ich glaube, wir gehen jetzt mal runter und helfen Fritz. Ah, ja, genau. Perfekt. Abstechen. Mach ich die Abstechen. Schön abstechen. Oh, oh. Hält sich fest, oder? Ja. Hab ich jetzt geankert, alles gut. Ich würde den jetzt hier hochheben und ihr schiebt den einfach, versucht den. Ja. Schön ran da. Ja. Das ist gut, glaube ich, oder? Ja, passt. Ist dran hier. Die Kamera. Oha. Cool, wir sind schon gut vorangekommen. Jetzt muss quasi das zweite Stück Plane ausgelegt werden. Das werden wir hier so ein bisschen überlappend machen, damit die restliche Wand, die jetzt hier noch über ist, auch geschützt wird. So. Ey, wir kommen richtig gut voran heute. Ja, kein Wunder, zu dritt ist halt richtig geil. Schön nach oben befestigen, damit nichts runterrutscht und dann geht's weiter. 3 Stunden Arbeit für euch, ein paar Sekunden. Boom, die Wände stehen. Naja, zur Hälfte jedenfalls. Alter Schwede, war viel Arbeit, aber es sieht richtig geil aus, übertrieben. Übertrieben geil. Und was ist jetzt der nächste Schritt? Was müssen wir jetzt machen? Naja, buddeln. Und Fritz hat einen guten Tipp uns gegeben. Und zwar nehmen wir hier schöne Eimerchen. Dann geht das ein bisschen leichter, weil es ist verdammt hoch. Hier, einer buddelt dann zu, er gibt den hoch und dann zack. Bam. Teamarbeit. Ja. Genau. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal nochmal 3 kleine Stangen zurecht machen, damit diese, wir die dann alle festtackern können. Genau. Die letzten. Ja, und das seht ihr jetzt, wa? Ja, wie ihr gerade sehen könnt, wird er jetzt der zweite, der erste Stamm jetzt eher einmal zurechtgesägt, Andi reißt da an und dann wird hier direkt einmal gecuttet. Andi, säg du Sau! Ganz genau. Ja, er zieht durch, er macht das Ding. Hau weg! Also, wer könnte damit ahnen, dass das Ding danach runterfällt? Keine Ahnung. Was ist ein Hebel? Komm schon! Zu dritt hat sich die Methode mit den Eimern als übelst effektiv erwiesen. Ey, wir haben hier durchgeballert und es ging richtig flott. Und das müssen wir jetzt hier nochmal durchziehen und dann können wir die nächste Wand angreifen. Und hier wird es, glaube ich, ein richtiger Abfuck. Weil hier muss richtig viel Sand rein. Wird euch Andi sicher gleich nochmal zeigen. Also ich spring mal rein. Ihr seht schon, Gerrit ist halb weg und es muss alles auf die Höhe aufgeschüttet werden, hier komplett rum. Aber dann ist wenigstens dieser Sand da raus und man ist dann wieder auf einem Level. Ja, und die Motivation ist groß, wir wollen es schaffen heute ja, noch. Ja, eben. Also zumindest das hier und je nachdem wie hell es da noch ist, geht dann das Lagerfeuer an. Also! Und dann werden noch die anderen Wände gezogen. Angriff!
Das Ding ist jetzt schon zur Hälfte eingegraben. Richtig heftig. Hier drüben werden wir dann morgen weitermachen, weil wir dafür die Stämme jetzt zurechtschneiden müssen. Aber es wird jetzt halt schon wieder dunkel. Seht ihr jetzt nicht so richtig, aber ja, es dämmert schon. Und ich gehe jetzt hier mal rum, Leute. Und schaut euch doch einfach mal an, wie tief Andi jetzt auf einmal wieder steht. Dieses Feeling können wir euch leider nicht rüberbringen, aber es ist richtig geil, hier unten zu stehen. Wie hoch das jetzt ist, diese massiven Klötzer, ist richtig gut. Und was noch richtig gut ist, wenn wir schon mal einen Gast haben, übernachten wir heute hier, also im Camp. Dann mal schön den Abend ausklingen lassen, schön hier pennen und morgen früh geht's direkt weiter. Schön Feuerchen anmachen. Ja. Ach, hab ich Bock, haben wir uns verdient. Ja, wir machen uns jetzt gemütlich. Schaffen wir noch was ordentliches. So, Essen ist fertig, das wird jetzt aufgetan, es ist wieder perfekt geworden. Chili! Wie flüssig es vorher war und wie schlotzig es jetzt ist, so darf es sein. Und es bewahrheitet sich wieder, das verkocht sich. Vorher 7, ja, ist halt wirklich jetzt so. Nur noch 5 Liter. Werden wir satt, Leute? Mal gucken. Vielleicht. Wir haben noch Brötchen. Oh Gott. Ja, Leute, noch schön gequatscht am Lagerfeuer, aber jetzt ist allerhöchste Zeit zu schlafen. Also, bis morgen früh, Nacht. Guten Morgen, Leute. Ich bin schon wach, habe hier schon Feuerchen angemacht, ein bisschen Frühstück vorbereitet und eine Instagram-Umfrage gestartet. Ja, wie soll ich Andi wecken? Und ihr seid die Schweine, nicht ich. Ich will das gar nicht. Ihr wollt, dass ich ihn wieder wach schreie. Das mache ich jetzt natürlich auch. Und wer bei so einer Umfrage in Zukunft teilnehmen möchte, muss jetzt auf jeden Fall auch mal bei Instagram vorbeischauen und uns da ein Abo dalassen. Leute, da liegt der Strolch und der ahnt nichts. Wir gehen jetzt mal ganz nah an ihn ran, schleichen uns an. Guten Morgen! Mann. Andi, ich wollte das nicht. Ich habe den Leuten die Option gelassen, dass sie dich auch sanft wecken können. Aber sie scheinen das nicht zu wollen. Ist denn schon... Oh. Ja, es ist schon Aufstehzeit. Feuer brennt schon. Ich hau jetzt gleich die Eier rein, dann gibt's Frühstück. So lange kannst du noch wach werden. Ja, und ich mache jetzt auch mal einen Kaffee. Ist zwar nur Tütenkaffee, aber ich mache jetzt mal einen Kaffee. Ja, Leute, ist jetzt immer noch früh, ne? Jo. Da hinten haben wir jetzt schon ein Käffchen gemacht. Gleich gibt's Frühstück. Anni, wie hast du geschlafen? Ey, ganz ehrlich, königlich diesmal. Ich weiß nicht warum, ich bin nur einmal wach geworden. Ich habe richtig gut geschlafen, ey. Ja, ich war dreimal wach. Einmal musste ich Pippi, ich werd ja auch älter. Dann war hier hinten bei uns im Loch so eine kleine Fuchsfamilie, die sich ein bisschen gekeilt hat. Ach krass. Ja, ja. Waren diesmal keine Wölfe. Der erlebt die Natur, ja, das draußen sein und ich verschlafe einfach alles. Ja, ja. Ja. Nee, aber so summa summarum, ey, diese Matte, ich sag's dir, ey. Die ist so gut für meinen Rücken. Ja. Ja. Aber jetzt freue ich mich richtig auf Frühstück, ey. Und Fritz, wie hast du geschlafen? Boah, meine Fresse in 4K morgen. Ich weiß nicht, ob das so geil ist für die Zuschauer. Die jetzt Abschaltequote. Ich habe tatsächlich richtig gut geschlafen und ich habe das erste Mal hier draußen in der Natur erlebt, dass ich wach werde und mich erschrecke, weil ich denke, ich bin ja gar nicht zu Hause. So, ich habe einfach so tief und so fest geschlafen, dass ich fest davon ausgegangen bin, ich liege halt in meinem Bettchen. Aber nee, ich habe wirklich richtig geil gepennt. Hammer. Schön Speck und Rührei. Oh, das wird gut, ey. Habt ihr schon Hunger? Proteine, super. Jawoll. Wir sind durch mit dem Frühstück, das heißt, es wird wieder angegriffen und wir müssen wieder 6 Stämmchen zurechtsägen. Aber wieder kein Problem zu dritt, wir wechseln uns ab, zack, zack, zack. Dann ist es doch gleich fertig. Ja, dann los. Hau mal rein, Andi. Ich wippe mich hier hin. Hey, wir können wippen. Warte mal, lass mich mal kurz wippen. Ja, ich glaub's mir. Ist ja geil. Du musst dabei sehen. Halt's Maul, Alter. Ist das geil. Einfach auch mal so eine Wippe bauen. Eine geile Höhe. Ist geil, ne? Alter, ist das bequem. Ja, du bist jetzt das Ding jetzt durch, Achtung. Alter. Boah. Ja, ja. Wieder schön drum rumgekommen, die Nummer. Sehr gut, sehr gut.
Ihr macht euch keine Vorstellung, wie anstrengend das ist. 3, 2, 1, ciao! Oh. Ich bin auch ein dummer Idiot, ne? Ich hab mich eben sauber gemacht und ich hab die scheiß Kapuze wieder nicht aufgesetzt. Ich bin komplett voll. Alter. Jetzt kann ich die Nummer sauber machen. Dreck, ey. Die Stämme sind da, geil. Ja. Das heißt, jetzt kann angegriffen werden. Und die Stämme können jetzt eingesetzt werden, mehr Plane, noch ein bisschen schippen. Und dann sind die Innenwände fertig. Alter. Geiles Gefühl, sehr gut. Ja, Angriff. Oh. Warte. Ach, ist die Folie oder was? Ja, muss man. Da kannst du nicht dran. Geil. Ja, sehr der gut. Liegt direkt den auf zweiten drauf. Ja. Ach du, ich lasse hier auf 5. Ja. Okay, ja. Okay. Oh, 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 oh. Ja, ich kann es jetzt halt nicht mehr halten, wenn das Ding braucht. Ja. Ich halte den jetzt den unteren und ja. Gerrit schiebt mal rechts so ein bisschen nach außen das Ding. Genau, genau. So. Vorsicht, jetzt ist mein Arm zwischen. Mal jetzt weg, Gerrit. So, jetzt kannst du drücken. Ja. Ja, cool. Ja, ja. Ja, das machen wir, richten wir da kommst raus. Du ja jetzt ins Spiel. Vorsicht, jetzt ist mein. Oh ja, jetzt liegt mein Arm drunter. Ja. Also der ist jetzt auch quasi eingeklemmt. Ja, muss hören. Oh, Alter. So. Ja, und jetzt muss Andi das hier einmal anheben. Ja, hier ist aber überall Erde, ich komme ja nicht zwischen. Schieb erstmal zu mir, Alter. Ja, oder so, genau. Nochmal 10 cm. Oh, das ist gut. Warte, nochmal. Oh, 10 cm ist auch dehnbar. Cool. Was sag ich ja? Alter, liegt der perfekt. Echt? Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ich halte ihn fest. Es braucht Erde. Jetzt die Plane auch hier oben, ja, mit dem zweiten Arm? Ich glaube, ich halte mal ganz oder, kurz ja, okay. Für die erste Fixierung. Ich tue wenigstens, erst muss ich was machen. Warte, ich trete mal fest. Ja. Ja, Leute, das ist der Iststand. Heftig, oder? Richtig heftig. Also ich könnte jetzt in der Tat hier doch schon stehen, ne? In der Tat? In der Tat. Also man müsste jetzt hier gar nicht mal den krassen... Man kann vielleicht auch mal dazu sagen, wir haben gestern noch ein bisschen über das Dach philosophiert. Ich glaube, ihr wisst noch gar nicht Bescheid, wie das hier werden soll. Ja, wir spoilern noch nicht, aber ich habe die Jungs noch mal auf eine andere Idee gebracht, ja. Um es noch mal ein bisschen mit mehr Freiheit zu machen. Ja, seht ihr in den nächsten Videos. Und um das nicht zu verpassen, meine Freunde, was für eine grandiose Überleitung, müsst ihr natürlich den Kanal von den Naturensöhnen abonnieren. Ja, die 300.000 sind hier frisch geknackt. Nächster Angriff, auch mal All-In gehen, auch mal 400.000 voll machen. Das heißt, wenn ihr die Videos guckt und feiert, ja, einfach mal Abo da lassen, würde ich sagen. Und bei 500.000, ja, wenn wir die jetzt hier, jetzt kommt meine Ansage, wenn wir jetzt in einem Monat die 500 knacken, da säg ich euch hier ein Loch rein, grab alleine einen Tunnel und Andi baut dann alleine das zweite Grubenhaus daneben. Versprochen ist versprochen, Leute. Ja. Genau. Ja. Heute Kamerakind Gerrit am Apparat. Jetzt wird hier beim Eingang angegriffen. Ey, wir müssen schon wieder buddeln, Leute. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich sag euch, wie es ist. Die 2-3 Stunden. Du hast gerade im letzten Cut eine Ansage gemacht, dass du alleine hier zu einem zweiten Grubenhaus einen Tunnel baust. Ja, du, 500k, ich komm eh nicht. Also, da kann man schon mal große Fresse haben. Ja. Aber ihr seht's ja, was hier noch raus muss, das ist der doppelte Aushub von dem, was da hinten war. Und das war schon zum Kotzen. Ich wünsche euch beiden viel Spaß. Jo. Ich setze mich jetzt hier, ich lege mich nochmal hin, würde ich sagen. Ruhe hier aus, entspann dich. Genau, ihr weckt mich dann, wenn ihr fertig seid. Genau. Perfekt. Wenn ihr noch Klamotten für draußen sucht, einfach mal bei unserem Sponsor Revolution Race vorbeischauen. Und mit dem Code Naturensöhne 15 kriegt ihr nochmal 15% auf alles. Wir haben wie immer unten alles verlinkt in der Videobeschreibung. Alter. Dieser Stein war gerade hier drin. Ja, zu zweit keine Chance, zu dritt gerade so hoch gestemmt. Alter! Ja, leg dich mal bitte daneben, damit die Leute mal eine Relation haben. Das ist schon, ne? Also, das ist ein Rumpf. Das ist mehr als ein Rumpf. Oh, das ist aber gut, ey. Oh, ja. Ja, Anni macht jetzt mal Pause. Oh, war der schwer. Ey, war der schwer. Leute, wir sind fertig. Richtig geil. Mir tut alles weh. Ja.
Es war mal wieder zerstörend, wir kannten es ja schon, aber trotzdem. Aber egal. Ja. Es sieht drinnen einfach brutal aus. Ja. Jetzt ist die Vorarbeit geleistet für den Eingang. Und wenn der Eingang steht, dann geht's an Innenausbau. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Wahrscheinlich. Das wird gut. Ey, ich hätte dann richtig Bock, sobald der Eingang steht, ja, einmal hier quasi den Bodenbelag rein und gleichzeitig auch noch den Kamin hochzimmern. Stimmt, ja. Das wäre richtig. Kamin kommt noch rein, Betten kommen noch rein, das wird super. Das wäre richtig Killer. Ja. Leute, jetzt wie immer eine Frage an euch. Entweder oder. Entweder habt ihr die ganze Zeit so einen richtig penetranten Niesreiz, müsst aber nicht niesen, oder euch läuft ein Zwerg die ganze Zeit hinterher, der probiert euch in den Arsch zu kneifen. Denkt mal drüber nach und schreibt's in die Kommentare. Zwei ereignisreiche Tage gehen zu Ende. Viel geschleppt, viel gesägt, viel getragen, alles einfach. Aber war geil. Ja, wie fandest du's? Ich fand's geil. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön an euch, auch danke an die Zuschauer. Ich fand's geil, mal seit Ewigkeiten wieder hier zu sein, hier zu pennen, geil zu kochen, Lagerfeuergespräche zu führen und wir haben richtig gut was geschafft. Ja. Nice. Also wenn da nicht der Daumen richtig nach oben schaut, dann weiß ich auch nicht. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, dann sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao! Piep. Wenn ihr wissen wollt, wie es heute weitergeht, dann bleibt dabei! Ich war nackt im Schlafsack. Nein! Oh. Oh. Fuck! Nee, arschgeil gebaut. Okay, cool. Andi ist gerade mit seinem Schädel hier oben im Balken eingerastet. Einer hat wehgetan. Karzonk!